Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barbecue aus Lichtenhaf. Heute machen wir ein paar Kartoffelecken, selbstgemachte Bifteki und das alles vom Gasgrill. Dafür habe ich besorgt mir hier so ein paar Drillinge. Die habe ich einfach in so kleine Ecken geschnitten, also einfach geviertelt, die Kartoffeln vorher gebürstet, im Wasser abgewaschen. Dann habe ich hier 1 Kilo Rinderhack, ganz normal aus dem Supermarkt, reicht dafür ohne Probleme. Bisschen Olivenöl, den frechen Feta von Klaus, Salzflocken, von Ankerkraut habe ich hier noch ein Gewürzsalz, ein bisschen Pfeffer, eine Zitrone, ein Feta-Käse und das war's auch schon. So Leute, fangen wir an, dass wir auf unsere kleingeschnittenen Kartoffeln ein bisschen Olivenöl drüber geben. Darauf geben wir etwas von unserem Gewürzsalz hier von Ankerkraut, das ist so eine Gewürzmischung, die ist echt gut. Sagen wir mal 2 Esslöffel. Dann vermischen wir das alles miteinander, dass die Kartoffeln überall benetzt sind mit dem Öl und mit den Gewürzen. Ziehen wir einmal gerade und damit haben wir das schon erledigt. Der Grill heizt gerade vor. Wir haben indirekten Bereich in der Mitte, also ich habe links den Brenner an und rechts den Brenner an auf volle Kraft, dass wir ungefähr auf 180, 190, 200 Grad kommen. Und jetzt stelle ich einfach in der Mitte meine Kartoffeln rein, mach den Deckel zu und die brauchen ungefähr eine Dreiviertelstunde, deswegen fangen wir mit denen an. Wir haben 1 Kilo Fleisch hier, daraus würde ich gerne 4 Bifteki machen, also 250 Gramm. Habe ich hier einen Feta-Käse, den schneiden wir uns dann in 4 ungefähr gleich große Stücke. So, tun wir uns das wieder hier rein. Darauf geben wir jetzt etwas von dem frechen Feta von Klaus. Nach Möglichkeit guckt, dass die heile bleiben. Ja, so. Von allen Seiten. Damit haben wir uns um unser Feta schon gekümmert, können den zur Seite stellen. Jetzt kümmern wir uns ums Hackfleisch. Da kommt jetzt rein ein bisschen Salzflocken. Sagen wir mal einen guten Teelöffel, 1,5 Teelöffel voll. Etwas von unserer Pfeffersymphonie. Auch 1,5 Teelöffel. Und jetzt fangen wir an, das Ganze richtig durchzukneten, bis man sieht, dass das Eiweiß im Fleisch Fäden zieht. Das kann jetzt mal ruhig 3-4 Minuten richtig schön durchgeknetet werden. Nach 3-4 Minuten durchkneten, seht ihr das? Wenn das jetzt auseinanderzieht, dass das Eiweiß Fäden zieht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir gesagt, wir möchten 4 Stück daraus machen. Das heißt, wir teilen uns das einmal in der Hälfte und das teilen wir uns dann nochmal in der Hälfte, dass wir immer ungefähr so 250 Gramm bekommen. Formen uns das so ein Kügelchen. Drücken uns das alles ein bisschen platt. Machen in die Mitte so eine kleine Wulst rein. Jetzt nehmen wir uns einen Feta-Käse. Legen uns den schön hier rein und umschließen das. Und ganz wichtig ist jetzt dabei, dass ihr das versucht, möglichst komplett dicht zu bekommen, damit der Käse hinterher euch nicht rausläuft oder das Bifteki sich öffnet, wenn wir es nachziehen lassen. Da müsst ihr jetzt ein bisschen fummeln, dass es wirklich nach Möglichkeit alle Löcher komplett geschlossen sind. Das machen wir dann mit dem Rest auch noch, dass wir gleich hier 4 fertige Biftekis liegen haben und dann sehen wir uns am Grill gleich wieder. So Leute, wenn wir unsere 4 Biftekis fertig haben, bevor wir sie angrillen, geben wir noch ein klein bisschen Olivenöl drüber und pinseln das ein. Das hilft uns, dass das gleich nicht am Rost festkleben bleibt. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr nämlich die Hälfte auf dem Rost und nicht mehr an eurem Bifteki. Von beiden Seiten nach Möglichkeit einfach ein bisschen einpinseln und dann sehen wir uns am Grill gleich wieder zum Angrillen. So, der Grill ist vorgeheizt, haben jetzt ungefähr 200-220 Grad am Rost.
Jetzt nehmen wir unsere vier Beftekis, legen die auf. Und grillen die jetzt erstmal rundrum für ungefähr ja, jeweils 40, 50, vielleicht eine Minute und dann wenden wir sie gleich einfach weiter. Immer schön aufpassen, dass kein Fettbrandreich hochkommt wegen dem Öl. Da müsst ihr jetzt ein bisschen bei aufpassen. So Leute, seht ihr, so sieht das aus. Schön von allen Seiten angrillen. Lassen wir noch kurz drauf, dass sie schön von allen Seiten angegrillt sind. Dann legen wir sie gleich nach oben. Aber das zeige ich euch gleich. Unsere Kartoffeln rutschen schön vor sich hin. Die können wir einmal ein bisschen durchschwenken, durchmischen. Machen wir Deckel wieder runter. So Leute, unsere Beftekis sind angegrillt. Jetzt nehmen wir sie und legen sie nach oben. Die schon hart vor. So, jetzt geben wir uns eine Alufolie da unten drunter, damit das Öl jetzt nicht mehr da rein tropft. Ganz wichtig. Und lassen die jetzt ziehen bei ungefähr 200 Grad, ungefähr 25 bis 30 Minuten. Die Kerntemperatur, wenn die ab 70 Grad ist steigend, ist es schon durch. Könnt ihr nachmessen oder ihr wartet einfach eine halbe Stunde, da sind sie auch fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, unsere Kartoffeln sind fertig vom Grill. Dann machen wir jetzt noch unsere Zitrone. Die teilen wir uns. Gießen uns die schön da drüber. Kerne natürlich auffangen. Reicht schon eine halbe. Einen kleinen Spritzer Olivenöl. Jetzt wird das doch mal alles einmal durchgemischt und durchgeschwenkt. So, nach einer halben Stunde sehen unsere fertigen Beftekis so aus. Ich würde sagen, sieht schon super aus. Jetzt schneiden wir den mal an. Und Leute, guckt euch das an. Das würde ich sagen, ist ein Traum. Jetzt richten wir uns das auf unseren Teller an. Und ein klein bisschen Tzatziki dabei. Selbstgemachte Kartoffeln, Ecken mit selbstgemachten Beftekis. Da hätte man jetzt auch Rosmarinkartoffeln machen können, habe ich leider nicht mehr gehabt. Da hätte man am Anfang einfach ein paar Rosmarinzweige schön klein gehackt und mit dazugegeben. Wir haben es heute so gemacht. Absolut lecker, super einfach. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal nachzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, vielleicht einen schönen Kommentar oder sogar ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Barbecue aus Lichtblau. Macht's gut.